Hanau. Dein Sound, deine Stadt. Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Krichton. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mathe 1 bei Radio Hanau. Bei uns zu Gast ist heute Ron Klim, kaufmännischer Leiter der Firma BK Service, Coach und Voice Actor. Ron, das ist ja, ich sag mal, eine ganze Masse, was du da machst, ne? Naja, ich versuche mich halt zu beschäftigen. Das machst du ganz gut, ja. Also herzlich willkommen bei uns. Ja. Schön, danke dass für du die da Einladung. Bist. Ja, geballte Sprachpower bei uns auf der Matte heute. Ja, wir sind bei Sprache. Sprichst du viele Sprachen, Synchronsprecher oder wie können wir uns das vorstellen? Synchron, Werbung, Imagefilme, das ist so der Schwerpunkt, ja. Viele okay. Hörspiele. Und Leidenschaft. Ja. Okay, man hört es auch an deiner Stimme. Du hast gerade im Vorfeld als Gag gesagt, was wiederholst du doch gerade nochmal? Viel Zigaretten? Nee, was war das? Zigaretten und Whisky, aber nur die guten Sachen. Ja, sonst kommt keine gute Stimme raus. Ja, wie ist es, wenn man viel spricht und unterwegs ist, in Hessen zu wohnen? Wie ist das mit der Sprache da? Kommt es einem weg, wenn man irgendwie dann noch ein bisschen das Hessische mitträgt? Ja, ich musste etwas üben. Ich bin ja Spätberufener, wenn es ums Sprechen geht. Ich komme ja aus dem Unternehmertum und habe dann während der Pandemiezeit entschieden, doch mehr auch in den Bereich zu investieren. Und habe tatsächlich viele Sprachkurse gemacht, besuche im fortgeschrittenen Alter noch die Logopädie und versuche das hessische Gebabbel so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Gelingt dir nicht immer, glaube ich, ne? Nee. Wobei, aber es macht es ja sympathisch, ne? Muss ja, man auch aber sagen. Deswegen viel Werbung, kurze Takes, das kann ich. Okay. Hörbücher bin ich aktuell noch raus. Und warum Sprecher? Das hat damit angefangen, dass ich eigene Texte schreibe. Mhm. Und dann irgendwann auf die Idee kam, dass meine eigenen Texte auch von mir gelesen werden könnten. Und dann habe ich Weihnachten 2020 meinen ersten Text sehr semi-professionell zu Hause aufgenommen. Habe ihn dann bei Facebook gepostet und das Ding hat innerhalb kürzester Zeit über 30.000 Klicks gehabt. Und dann war die Frage, ist es nur die Stimme oder ist es der Inhalt oder vielleicht beides? Und dann habe ich mich ausprobiert. Und so bin ich jetzt in den letzten 2,5 Jahren durch viele, viele Schulungen gegangen und habe auch schon dementsprechende Erfolge zu feiern, weil wenn ich etwas mache, dann versuche ich es immer richtig zu machen. Du hast dich weitergebildet und so kam auch der Weg zum Coaching hin. Das Coaching mache ich bereits schon seit über 30 Jahren. Ah, okay. Ja. Ich habe mal angefangen als Finanzdienstleister, bin dann in der Immobilienbranche hängen geblieben, habe dann diverse Existenzgründungen durchgezogen und da bleibt natürlich eine ganze Menge Wissen hängen und aktuell coache ich Selbstvermarktung für Sprecherkollegen, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Stimmen in Deutschland, nur leider haben sie keine Ahnung, wie sie an die Studios herankommen sollen oder an die Auftraggeber und das versuche ich zu verbessern. Ist es grundsätzlich schwer oder einfach die Studios wollen dann, ich sag mal, gewisse Rahmenbedingungen schon sehen und einen gewissen Auftritt schon sehen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in meinem Fall war es so, dass man natürlich, wenn dann ein 50-Jähriger um die Ecke kommt und sagt, ich bin jetzt übrigens Sprecher, dass dann erstmal ein Vorbehalt da ist. Hm. Ich kenne ja auch meine Lücken im Sprachlichen, aber grundsätzlich ist es wie in allem im Leben, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und deswegen habe ich das über das Netzwerk gemacht, über den Netzwerkaufbau, habe mich in verschiedenen Podcasts profilieren dürfen und habe dementsprechend relativ schnell den Zugang gefunden. Aber tatsächlich ist es so, wir haben einen sehr großen Markt für Synchronsprecher beispielsweise, denken wir an Streaming-Plattformen. Da wird schon eine Menge gebraucht, da hat man auch in der Qualität etwas nachgelassen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Studios und die Auftraggeber schon erwarten, gerade wenn man im Synchronbereich oder im Hörspielbereich tätig ist, dass man hier eine schauspielerische Grundausbildung mitbringt, die ich ja gar nicht habe. Aber das kann man sich alles drauf schaffen. Grundsätzlich ist der Zugang, wenn man mit den richtigen Leuten spricht und die richtigen Worte findet, wie immer im Leben, gar nicht so schwer aus meiner Sicht der Dinge. Kollegen würden wahrscheinlich was anderes sagen. Ja, Netzwerk ist dann doch durchaus ab und zu mal hilfreich. Definitiv. Ja. Ja, jetzt haben wir auch gesagt, du bist kaufmännischer Leiter. Ja. In welchem Unternehmen? Was macht ihr da genau?
In 2019 habe ich mit einem Freund sein bestehendes Handwerksunternehmen etwas umgebaut. Und die kurze Geschichte dazu ist, ich pflege meine Mutter zu Hause. Meine Mutter ist 85 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl, ist also mit einem Handicap versehen, schon seit Jahrzehnten. Mhm. Und ich brauchte ein Handicap-Bad, ein handicapgerechtes Bad, ein Behindertenbad. Und mit einem tiefen Einstieg, einer Duschwanne, die dementsprechend kein Hindernis mehr darstellt, und habe mich am Markt orientiert. Was gibt es für Zuschüsse von Seiten der Pflegekasse? Welche Handwerksbetriebe führen solche Arbeiten aus? Und habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, da jemanden zu finden. Also haben wir die BK Service etwas umgebaut und machen heute im Schwerpunkt Handicap-Bäder. Wir haben verschiedene Teams, die tatsächlich jeden Tag ein Bad bauen. Das ist unser Job. Begegnen dir da auch Schicksale so? Oder definitiv. Bist du als Kaufmensch leider schon so ein bisschen on the side? Nein. Ich mache ja die komplette Abwicklung mit der Pflegekasse. Mhm. Wir versuchen immer im Rahmen dieser 4.000 Euro, die es ab einer Pflegestufe 1 zur Verfügung gestellt werden für diesen baulichen, für diese bauliche Maßnahme, versuchen wir in dem Rahmen uns zu bewegen, um niemanden zu übervorteilen. Und das ist dann besser, wenn ich die kaufmännische Abwicklung mache mit der Pflegekasse. Und dann habe ich natürlich auch den direkten Kundenkontakt. Und da bekommt man schon einiges mit, ja. Hm. Deswegen macht der Job aber auch Spaß, weil man jeden Tag zufriedene Kunden trifft. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Wie schön ist es dann, solchen Menschen zu helfen, gerade wenn man sich so spezialisiert auch, ja? Ja, also das zieht sich wie so ein roter Faden bei mir durch, dass ich versuche, Menschen zu unterstützen. Das war im Coaching immer so, das ist bis heute im Coaching immer so. Das ist natürlich auch, wenn ich über Bäder spreche, auch immer so. Deswegen ist es für mich ein Job gewesen, wo ich gesagt habe, das mache ich gerne. Gerade deswegen, weil der Kundenkontakt da ist. Ja, und ich weiß, dass ganz viele Menschen vor diesem großen Thema stehen. Wir haben ja ein Pflegethema in Deutschland. Und die Hauspflege wird sicherlich aufgrund der steigenden Kosten, wenn man heutzutage in ein Pflegeheim geht, sind die Kosten ja immens, wird sicherlich in der Zukunft stärker werden. Und deswegen denke ich, das ist ein sehr, sehr gutes Geschäft auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine sehr, sehr gute, ich bin so ein bisschen der Steigbügelhalter für die Heimpflege, für die Hauspflege. Das ist so mein Ansatz. Und ich finde, das ist ein Job, der in jedem Fall erfüllend ist. Absolut. Der Jens wird dich auch nochmal gleich in die Mangel nehmen in unserer zweiten Runde. Dafür hatte ich nicht Angst. Ich hoffe, dafür bist du bereit, ja. Wir gehen kurz in die Unterbrechung. Hast du einen Musikwunsch? So spontan? Ja, ich mag Insomnia beispielsweise von Faithless. Dann wird es Radio Hanau bestimmt mal abspielen für dich. Da würde ich mich sehr freuen. Okay, bis gleich. Ihre Liegenschaften und Objekte sehen sich Vandalismus ausgesetzt. Ihre Baustellen wurden wiederholt verwüstet und leergeräumt. Eine Ihrer Führungskräfte kam nicht rechtzeitig und sicher am vereinbarten Ort an. Vertrauen Sie nicht irgendwem, vertrauen Sie uns, der Pacecon Unternehmensgruppe. Sicher, sauber, solide. Die Pacecon Unternehmensgruppe steht für professionellen Objektschutz, Fahr- und Facility Service. Jetzt handeln. Telefon 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info@pacecon.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit Ron Kliem, kaufmännischer Leiter der Firma BK Service, Coach und Voice Actor. Ja, Ron, Coaching. Erzähl doch mal, was machst du genau, wenn du jetzt sagst, also speziell Coaching für Sprecherkollegen? Aktuell ja. Mhm. In der Vergangenheit war ich immer sehr, sehr vertriebslastig aufgestellt. Das heißt Verkaufstraining in allen Farben, die man sich vorstellen kann. Ja. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich mich auf das Thema Sprechen oder Sprecher konzentriere, Sprecher und Sprecherinnen konzentriere. Wir zwei kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Also das heißt, da warst du, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ich sage jetzt mal, im Bereich der Bildung tätig, speziell auch für ich sag mal, verschiedene Kulturen, speziell auch jüngere Menschen. Du hast also überall, was man so bei dir raushört, immer mit Menschen zu tun. Woher kommt so deine Vorliebe immer mit Menschen auch so, die zu unterstützen, denen zu helfen in irgendeiner Form? Woher kommt das bei dir? Ich mag Menschen. Ich mag... Kein schlechter Ansatz. Ja, das ist ein wichtiger Ansatz. Das können nicht alle sagen. Also das, ja, genau. Also, die einen sagen so, die anderen so. Ich mag vor allem Menschen, die Unterstützung brauchen. Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass ich tatsächlich gerne unterstütze und gerne Hilfestellungen leiste.
Und in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war ich als Willkommenslotse für die Regierung tätig und habe hier einfach unterstützt. Ich bin 2014 aus meiner alten Branche ausgestiegen, dann kam 2015 das große Flüchtlingsjahr und dann hatte ich einfach den Ansatz, hier wird Hilfe benötigt, also probiere ich das. War natürlich monetär nicht zwingend die richtige Entscheidung, aber ich konnte in diesen etwas über 5 Jahren 650 Familien zumindest eine Basis bauen. Ob sie den Weg dann gehen, das hängt immer vom Einzelnen ab, aber ich konnte unterstützen. Und gerade das, was wir gemeinsam gemacht haben, war ja auch eine Geschichte, die hervorragend angenommen wurde. Sie wurde hervorragend angenommen und aus meiner Sicht müssten wir die tatsächlich weiter ausrollen, weil der Mieterführerschein, was du jetzt gerade ansprichst, den wir damals entwickelt haben, war einfach gut. Also das Konzept, die Durchführung war eine coole Sache. Also absolut. Auch die Entwicklung, da mitzuarbeiten damals, das aufs Gleis zu bringen, hat mir auch riesig Spaß gemacht. Was ist denn der Mieterführerschein? Tja, mach du. Wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt und haben innerhalb von 2 Tagen unter Zuhilfenahme des ehemaligen Arbeitgebers vom Jens etwas auf die Beine gestellt. Das nannte sich Mieterführerschein. Der Mieterführerschein ging über 2 Tage. Es wurden so die Grundrechenarten des Anmietvorganges erklärt. Soll heißen, was ist ein Mietvertrag? Wie finde ich eine Wohnung? Was ist eine Übernahme? Was ist ein Übernahmeprotokoll? Welche rechtlichen Vor- und Nachteile hat so ein Mietvertrag? Welche Rechte und Pflichten gehe ich ein? Und das Ganze halt runtergebrochen auf ein verständliches Niveau, auf ein einfaches Deutsch. Und zum Abschluss gab es dann eine Abschlussprüfung. Wir haben auch einen halben Tag bei euch verbracht und haben dann nochmal auch Begehungen gemacht, also Live-Begehungen gemacht. Das war eine Riesenunterstützung für uns, weil es einfach dem Ganzen auch nochmal ein anderes Feeling gegeben hat. Mhm. Und unterm Strich haben wir dann Prüfungen abgenommen. Und wir hatten tatsächlich eine Durchfallquote von unter 3%. Und im Nachgang waren dann die geflüchteten Menschen in der Lage, sich Wohnungen zu suchen und nicht nur vom Amt abhängig zu sein und dementsprechend auch darauf zu achten. Und es kamen auch ganz, ganz viele Rückfragen, wenn sie dann in der Wohnungssuche waren. Auch die haben wir gemeinsam bedient. Also das war ein ganz, ganz tolles Konzept, was wir über Jahre gemacht haben. Und ich bin bei dir. Sollten wir vielleicht wieder aufleben lassen. Ihr seid also auf die Menschen zugegangen und habt sie nicht im Stich gelassen. Nee, es hat mit Stichstraße nichts zu tun, sondern ich habe es ja damals aus der Brille der Wohnungswirtschaft gesehen einfach und die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen damals im Haus mit verschiedenen Vorkommnissen, so sage ich es jetzt einfach mal, mit diversen Kulturen, die dann in der Hausgemeinschaft zu Problemen halt führen. Ne? Ja. Und da bist du ja dann, da ist letzten Endes der Vermieter am nächsten dran, also damals die Kolleginnen und Kollegen, die Gesellschaft. Und das kriegen ja auch andere, das ist ja auch das Riesenfund der Baugesellschaft in einer Stadtgesellschaft letzten Endes, was viele gar nicht so registriert haben. Und da war es einfach wichtig, den Leuten vorher mal das System auch zu erklären. Ne? Das ist das ja, die sowas überhaupt nicht kannten, ne, mit den Berührung kommen, Sprachbarrieren kamen noch hinzu, aber auch andere junge Menschen, also die keine Sprachbarrieren hatten, die einfach völlig überfordert waren, weißt du, zu Hause raus oder vielleicht auch nie so das Elternhaus die Unterstützung gehabt, ja, da gab's ja, du weißt das besser noch, Ron, die verschiedensten Facetten, die wir sowieso dann immer haben, weil alles sind sie ja dann da bei einem großen Vermieter. Und da war das einfach aus meiner Sicht eine tolle Sache, weißt du, diese Menschen vorzubereiten, um dann nachher letzten Endes dir Probleme auch zu sparen. Ja. Aufwand, Zeit, Geld, ne, wenn's dann, wenn du eine Räumungsklage oder den ganzen Terz vermeiden kannst, indem du vorher vorbaust, das war dieser Ansatz. Letzten Endes würde ich jetzt sogar sagen, Prävention an der Stelle. Ne? Und Eigenverantwortung, wir haben Eigenverantwortung geschult. Ja, natürlich, Durchschulung der Eigenverantwortung war ein Mordsding, war ein Riesending. Ja? Also es war richtig gut. Hat sich gelohnt, ja. Absolut. Ja. Mieterführerschein, halten wir so fest. Mhm. Ja, genau. Auch mal etwas. Wer Infos haben will, ist beim Ron oder bei mir immer richtig. Absolut. was man bei dir sieht, ne, so Finanzdienstleister, Immobilienbranche, ne, also alles Mögliche, jetzt hier Coaching und kaufmännischer Leiter, Sprecher. Was kommt als nächstes, Ron? Was steht an? Gibt's was du sagst, ey, das will ich noch machen oder, das, was du jetzt oder ein Projekt? Das, was du jetzt aufgezählt hast, ist ja tatsächlich nur ein kleiner Anteil von dem, was ich alles schon gemacht habe, aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Wir haben Zeit. Machen wir Doppelfolge. Machen wir noch einen zweiten Teil. Okay, das lassen wir jetzt mal noch einen zweiten Teil, aber kommen wir jetzt kurz zu den Projekten oder den Ideen, was die noch, sag ich jetzt mal, bei mir ist alles geistern. Bei mir ist alles immer so im 5-6-Jahres-Rhythmus. Ich wechsle so alle 5-6 Jahre teilweise auch komplett die Branche.
weil ich einfach vielseitig interessiert bin. Es gibt Leute, die sagen, ah, du bist nicht nachhaltig. Doch, bin ich. Aber ich bin halt vielseitig interessiert. Und deswegen kann ich dir jetzt aktuell noch gar nicht sagen, was als nächstes kommen wird. Es wird mir irgendwas über die Füße fallen. Wie gesagt, die Handicap-Bäder, weil meine Mutter Anspruch hatte und Bedarf hatte, habe ich mich dann dafür entschieden, eine Firma umzubauen und dementsprechend das dann anzubieten. Sprechen, ich hatte eigene Texte, die wollte ich gerne sauber vertonen, habe niemanden gefunden, der das so machen konnte, wie ich das mir vorgestellt habe. Also mache ich es jetzt selber, habe daraus den Synchronsprecher, Werbesprecher, Imagesprecher entwickelt. Und es wird wieder etwas Neues geben. Ja, also da bin ich der Meinung, man sollte immer open-minded sein. Mein Mindset ist ziemlich einfach gestrickt. Ich möchte in allem, was ich tue, gut sein und möchte mit interessanten Menschen zusammenarbeiten. Und das Monetäre ist mir jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter einfach nicht mehr so wichtig. Mir ist wichtig, dass ich auch in Zukunft immer ein interessantes Leben habe und vor allem im beruflichen Bereich immer etwas zurückkommt. Also ich gebe etwas und es soll was zurückkommen. Das ist so der Plan. Was jetzt als nächstes ansteht, über viele Sachen im Synchronbereich darf man nicht sprechen. Im Werbebereich ist es ähnlich mittlerweile, die Verträge sind hart. Was jetzt gerade rausgekommen ist, ist Outlander beispielsweise bei Prime. Da durfte ich ein paar Sätze sprechen, um es mal so zu formulieren. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in München. Ich fahre jetzt Anfang August nach Berlin, mache dort Aufnahmen für ein Projekt, was dann bei Netflix läuft. Danach bin ich direkt in München, nehme für RTL auf. Das sind jetzt so im Sprechbereich die Sachen, die laufen. Parallel kommt jetzt unser eigener Podcast. Mhm. Die Patron-Sprecher-Lounge kann man finden. Und das wird aber ein Podfast, soll heißen, wir haben hier maximal 5 Minuten Aufnahmezeit. Und in diese 5 Minuten hauen wir dann möglichst viel Blödsinn rein. Wir nehmen uns selber nicht so ernst. Und das wird sehr spaßig werden. Die ersten Folgen sind fertig. Ich stell mir das witzig vor, ne? Also mit Zigarre und Whisky und dann 5 Minuten. Wir haben teilweise auch morgens um 9 aufgenommen. Da war das mit Zigarre und Whisky ein bisschen schwierig. Also für den restlichen Tag. Ja. Es gibt auch Menschen, die das um 9 schaffen. Ne? Und ansonsten sind wir dran, uns zu konsolidieren, wenn es um die BK Service geht. Aktuell haben wir ja nicht so einfach, wenn es um Handwerker geht, tatsächlich gute Leute und zuverlässige Leute zu finden. Also bleiben wir auf der Größe, die wir aktuell haben, sind damit sehr zufrieden. Ja, aber das war ja schon wieder eine ganze Menge, was man da so gehört hat. Also sprudelt ja schon jetzt neuer Podcast, ja. Viel unterwegs jetzt, auch als Sprecher gebucht. Und dann werden wir die nächsten Jahre sicherlich wieder von dir hören, wo es eine Veränderung gibt. Jetzt mal so jetziger Stand, was würdest du sagen, war so bisher dein größter Erfolg? Beruflich gesehen? Ja, so beruflich oder wie du willst, worauf du gerade Bock hast. Also ganz wichtig ist mir, ich glaube, das hört man auch raus, dass ich jeden Morgen in den Spiegel schauen kann und mich immer noch mag. Das ist, glaube ich, mein größter Erfolg, dass ich mir immer selbst treu geblieben bin. Beruflich habe ich Gründerwettbewerbe teilgenommen und gewonnen, wenn es um Existenzgründung ging, auch schon vor über 20 Jahren. Privat, ich habe 2 gesunde Töchter, die gerade auslaufen, die jetzt gerade im Abitur stehen. Finde ich auch super, ist ein Riesenerfolg. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Was ich sehr schön finde, ich bin so ein bisschen antizyklisch, wenn es ums Unternehmertum geht. Ich habe für mich entschieden, dass ich keine 70-Stunden-Wochen mehr machen muss, wie ich das über 20 Jahre lang gemacht habe. Und dass ich jetzt eine Zufriedenheit mir geschaffen habe, weil ich mit dem zurechtkomme, was ich erwirtschafte, finanziell gesehen. Und nur noch Jobs mache, die mir tatsächlich auch Spaß machen. Das bezieht sich zum einen auf das Kaufmännische innerhalb der BK Service, als auch auf das Sprechen. Ich sage auch Sachen ab, die ich nicht vertreten möchte. Und das ist eine Freiheit, die kann sich leider nicht jeder nehmen. Also deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem, was aktuell der Status quo ist. Würdest du für dich auch, jetzt sag mal, diese Freiheit, die du dir erarbeitet hast, als Erfolg beschreiben? Absolut. Ne? Also da kommt deine Zufriedenheit und das ist für dich ein Erfolg. Ja. Ja. Schön. Wenn du das schon sagst, hast du jetzt nicht mehr die 70-Stunden-Woche. Ja. Wie sieht für dich denn aktuell dann der perfekte Start in den Tag aus? Ganz wichtig ist viel Kaffee. Ohne Kaffee, es gibt Menschen, die trinken morgens Tee, es gibt Menschen, die können morgens ohne Kaffee, die sind mir immer etwas suspekt. Für mich ist es wichtig. Ich nutze gerne die Wochenenden, an Wochenenden arbeite ich sehr, sehr wenig und nutze die Wochenenden gerne für Kurztrips oder Ähnliches. Und das Schönste ist dann wirklich Samstag und Sonntag morgens im Bett seinen Kaffee zu schlürfen und dann
langsam und gemütlich in den Tag zu starten. Heute war es auch so, dass ich wusste, wir haben heute einen Termin. Und dann bin ich lieber ein Stündchen früher aufgestanden, als gehetzt durch die Dusche zu rennen, ja, sondern ich wollte einfach entspannt sein. Und dieses Entspanntsein fängt bei mir morgens an. Also ein perfekter Morgen, um die Frage abzuschließen, ja, muss entspannt sein. Muss entspannt sein. Dann gehen wir jetzt entspannt in die Pause. Ron, hast du noch einen Musikwunsch? Blue October, Hate Me, fände ich klasse. Dann werden wir das jetzt spielen und sind gleich wieder zurück. Bis gleich. Bis gleich. Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation? Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern? Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. ProWert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten. Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de. Radio Hanau, dein Sound, deine Stadt. Willkommen zurück auf der Matte 1 bei Radio Hanau. Heute mit dem Gast Ron. Hallo. Hi. Ja, du hast schon einige Fragen beantwortet. Du schlägst dich auch sehr gut auf der Matte. Ja, muss ich sagen. Immer nicht so viel loben. Ne? Ja, doch, macht das, macht das ganz gut. Anerkennung ist wichtig. Denn ja, so hat dann das Gefühl, man. Aber man der, macht Ron, was der Ron richtig. Ist viel zufrieden. Ja, viel, also komm. Oftmals verteilen wir Rollen. Ja, der Jens macht dann den bösen Kopf, ich den guten. Ne? Und dann so kommen wir eigentlich ganz gut durch die Sendung. Ich verstehe die Aufteilung. Ja. Ja, du hast einen spannenden Weg hinter dir. Ich denke mal, das wird sich auch in Zukunft noch weiter spannend gestalten bei dir. Ist eine gute Einstellung auf jeden Fall aus meiner persönlichen Sicht. Und gab es denn Hürden, die du in den letzten Jahren nehmen musstest, weil du auch gerade, ich sag mal, in verschiedensten Sparten dich aufgehalten hast? Ja, ich meine, Hürden geben dem Ganzen auch so ein bisschen das Salz und Pfeffer. Also wenn immer alles glatt laufen würde, wäre ja auch langweilig. Und gerade als Unternehmer hast du immer diverse Hürden. Das ist zum einen erst einmal die Findung des Projektes, also sprich die Findung und die Gestehung des Projektes. Also eine Idee zu haben ist nicht das Wesentliche. Dann kommt es in den Bereich der Finanzierung. Ich schreibe in meiner Freizeit Businesspläne, weil ich einfach Finanzierungswege kenne, zu denen viele Menschen keinen Zugang haben. Es bleiben wie viele Fördergelder liegen, die nicht abgerufen werden, weil die Leute einfach nicht wissen, wie man sie abruft. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man dann ein Unternehmen hat, sich zu konsolidieren und tatsächlich zufrieden zu sein mit dem, was man erreicht hat, geht auch vielen Unternehmern ab. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man, wenn man ein funktionierendes Unternehmen hat, zwingend, ich war früher genauso, aber heute kann ich es nicht mehr nachvollziehen, zwingend noch ein zweites und ein drittes machen muss. Also einfach mal auch zufrieden sein zu können mit dem, was man erreicht hat. Und Hürden per se, ich glaube, wir haben verschiedene Lebensabschnitte, die wir alle durchlaufen. Das fängt an mit der Schule und der Ausbildung. Da gab es diverse Hürden bei mir. Mein Abitur war eher leidlich. auch weil ich mich mit 19 bereits selbstständig gemacht hatte und dann die Selbstständigkeit halt im Vordergrund stand und nicht mehr die Mathematik. Und dann kam die Phase des Aufbaus, dann in meinem speziellen Fall habe ich ja immer wieder aufgebaut, habe dann verkauft oder aufgehört und habe dann wieder was Neues gemacht. Ja, es gab immer Hürden und als Unternehmer muss man halt schauen, dass man diese Hürden umschifft, genauso wie als Privatmensch. Und ich stelle mich halt diesen Herausforderungen. Ich sehe keinen Sinn darin, sie zu verschieben, zu umschiffen oder in irgendeiner Form prokrastinieren, macht überhaupt keinen Sinn. Also wenn Herausforderungen da sind, stelle ich den Herausforderungen und sorge dafür, dass sie aus dem Weg geschafft werden. Und wenn jetzt ein Zuhörer oder Zuhörerin von uns sagt, ach Mensch, die Stimme, die hat es mir angetan, oder der liebe Ron, den würde ich gerne mal kontaktieren, wo findet man dich denn? Naja, auf allen gängigen Plattformen. Es gibt die www.ronklim.de, das ist meine Sprecherplattform, also meine Sprecherwebsite. Man findet mich bei Instagram, @ronklim, Klim Kaufmann Ludwig, Ida, Emil, Heinrich, Martha. Ja, Facebook, ganz klar. Und am besten telefonisch. Ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne telefoniert. Gut, oh, das finden wir ja 100 Pro dann über die Homepage. Genau, ne? Genau. Ganz klar. Weil ich denke, das ist mal ganz wichtig, weil, wie es der Kevin gerade sagt, vielleicht haben wir ja auch irgendwie, ich sag mal,
eine Firma, also ein Unternehmer oder jemand aus dem Marketingbereich, der einfach mal sagt, hier, wir brauchen da was und da haben wir doch einen Sprecher, dann bitte gerne alle an den Ron wenden. Er ist über die Homepage und dann auch dann logischerweise telefonisch erreichbar. Ja. Und ich bin günstiger, als ich mich anhöre. Ja, du hast gerade, ich komme nochmal zurück hier auf die Hürden. Wenn jetzt, ich sag mal, eine Krise in irgendeiner Form, die ja logischerweise sich aus so einer Hürde auch mal ergeben kann. Absolut. Wie gehst du damit um? Was redest du da den Zuhörerinnen und Zuhörern? Also ich habe meine Gesundheit sehr zu schätzen gelernt. Ich hatte in den letzten Jahren zweimal eine Herzmuskelentzündung. Und das ist nicht sonderlich feierlich. Und das ist auch der Grund, warum ich heute wesentlich ruhiger bin als noch vor 10 Jahren. Das ist der Grund, warum ich heute etwas kleinere Brötchen backe und sage, man kann auch mal zufrieden sein. Also ich kann jedem nur raten, die Signale, hört die Signale und versteht sie. Sorgt dafür, dass ihr das, was in eurem Umfeld in irgendeiner Form kratzt, beiseite schiebt. Vielleicht sogar aus dem Leben schmeißt. Und schaut, du meinst jetzt negative Energien. Ja, ja. Und all diese Dinge, die unterm Strich Stress verursachen. Ja. Also das, was ich erlebt habe, war Stressbelastung pur. Ich rede jetzt nicht über psychologische Dinge, sondern ich rede tatsächlich, dass mein Herz überlastet war. Und das war einfach dieses ewige im Hamsterrad sein. Und das kann ich jedem nur raten, von Zeit zu Zeit mal innezuhalten und zu schauen, wo ist denn der nächste Weg, den ich geschmeidig gehen kann. Ja, absolut nachvollziehbar, was du da sagst. Und natürlich auch ein Teil von jedem, die Gesundheit. Das Wichtigste. Mit das Zerbrechlichste. Gesundheit und klarer Geist, dann schafft man alles. Ja, und Gesundheit ist halt auch eins, wenn da halt was im Argen liegt, wird es halt ganz schwer, es wieder aufzuholen. Und meist geht es halt nicht. Richtig. Ja, völlig nachvollziehbar. Absolut. Du bist heute mit dem Fahrrad gekommen. Ja. Zum Thema Gesundheit ist mir das gerade in den Sinn gekommen. Aber du hast im kleinen Vorgespräch verraten, dass du auch mal sinnloserweise ein Auto besessen hast, was deine sinnloseste Anschaffung war. Ja. Was war das denn für ein Auto? Naja, ich hatte ja in jungen Jahren durch mein Unternehmertum schon relativ viel Geld zur Verfügung und meinte dann irgendwann bei einem Florida-Urlaub, mich in ein Auto zu verlieben. Also andersrum, ich war vorher schon das Auto verliebt, aber es stand genau in der Farbe. Es war eine dunkelgrüne Corvette als Convertible und die habe ich dann gekauft zu meinem Geburtstag und habe sie dann rüberschiffen lassen und bin sie 12 Jahre gefahren, finde das toll, aber wie die Familie kam, brauchte ich dann ein Kombi, ich glaube, das kennt auch jeder und würde ich heute nicht mehr machen, also heute ist es nicht mehr so, dass ich das dickste Auto fahren muss, weil der Nachbar hat eins, das größer ist, das ist nicht mehr meine, das ist für mich keine Priorität mehr, aber das war tatsächlich, ja, sinnlos kann man nicht sagen, aber es war aus heutiger Sicht der Dinge vielleicht ein bisschen zu viel. Aber du bist lange gefahren und hattest in dem Moment Bock drauf. Man muss sich auch mal was gönnen im Leben. Absolut. Ne? Ja, das ist ja so die Frage, so rückblickend. Ne? Weiß jeder alles besser? Ne? Das ist ja jetzt gerade so die Thematik, was man immer wieder liest und auch überall sehen kann. Muss sich ein Politiker für das, was er vor 10 Jahren gemacht hat, heute in irgendeiner Form entschuldigen? Oder sollte er es tun oder nicht? Ja. Ne, so, und das ist ja jetzt hier, sag ich mal, so etwas Ähnliches. Ne? Damals war es vielleicht genau richtig und du hattest gar keinen anderen Wissensstand. Ja? Und damals war es eben deine Laune, wo das und hast durchgeführt, hast herschiffen lassen, hast gekauft. Genauso wie damals politische Verantwortliche vor etlichen Jahren mit dem, was sie damals wussten, abgewogen haben gesagt, dieser Weg ist der richtige. Ja, so, und warum soll man da heute sagen, es war sinnlose Entscheidung oder also sinnlose Anschaffung oder falsche, ne? Also kann man viel drüber diskutieren. Ja. Also bei mir war es so, dass ich dann, weil ich ja noch sehr jung war, ich war Anfang 20 und komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Hanau und da war es dann ganz schnell so, dass man dachte, also entweder Drogen oder irgendwas mit Rotlicht oder sowas, das geht ja nicht. Niemand hat gesehen, dass dahinter tatsächlich 60, 70 Stunden schon zum damaligen Zeitpunkt an Arbeitszeit standen. Und das war natürlich auch so ein Effekt, der so ein bisschen prägend für mich war. Es gab mal von Audi, glaube ich, das kann auch Mercedes oder Opel gewesen sein, es gab mal so einen schönen Spruch, viele Leute geben Geld aus, das sie nicht haben, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht gebrauchen können, um Leuten zu gefallen, die sie gar nicht leiden können. Und das ist so eine Philosophie, die kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Ja. Was war denn immer deine Antwort? Drogen oder Rotlicht? Beides. Ja.
Spielt ja ein Herr. Volles Programm, natürlich. Das eine Tool, ohne das andere zu lassen. Ups. Ja, unser Partner der Sendung Kinopolis, wenn wir jetzt schon bei Autos sind und Rotlicht und spannendem Leben, was du so geführt hast, was ist denn dein Lieblingsfilm? War es Manta Manta, war es Mission Impossible oder? Boah, es gibt sehr, sehr viele gute Filme. Ich meine, jetzt auch durch meinen Job als Synchronsprecher habe ich ja Einblick in Sachen, die auch erst kommen werden. Da sind teilweise Spitzensachen dabei. Die Schwierigkeit ist halt immer zu trennen. Also es gibt ganz, ganz viel Trash. Es werden Sachen produziert, wo ich mich immer frage, wie sind die finanziert worden? Wie konnte man für diesen Blödsinn Geld bekommen von irgendjemandem, der an diese Idee geglaubt hat? Aber ich mag gerne auch ältere Filme. Also ich fand jetzt Avatar 2 fand ich fantastisch. Das war ein Film, der mir jetzt aktuell sehr gut gefallen hat, der mir spontan in den Sinn kommt. Ich mag Green Mile extrem. Das ist ein Film, den ich mir sehr gerne, sehr häufig wieder anschaue, den ich teilweise schon mitsprechen kann. Ich mag aber auch solchen Blödsinn wie Ferris macht Blau und sowas, was wahrscheinlich einige Hörer gar nicht mehr kennen. Du dürftest es noch kennen, Jens. Ja. Also bei mir ist es wichtig, dass ich gut unterhalten bin. Ja, und es darf auch gerne ein bisschen Blödsinn dabei sein, darf aber auch gerne Tiefgang haben. Also ich bin da nicht so speziell, dass ich jetzt sage, das ist mein Lieblingsfilm. Ich denke, da ist man gut aufgehoben bei unserem Partner Kinopolis. Gerade jetzt im Sommer klimatisiert, Popcorn schnappen und einfach mal genießen. Das ist immer ein guter Weg. Ja. Und ich muss jetzt gerade nochmal, weil ich bin immer noch woanders hängen geblieben beim Fahrradfahren. Ron und Fahrradfahren und dann höre ich, du bist jetzt Vorsicht. Also ich dachte jetzt, du bist jetzt irgendwie hier Richtung Westbahnhof vom Freiheitsplatz gekommen im Fahrrad. Willst du uns jetzt nicht erzählen, dass du außerhalb von Hanau jetzt hierher geradelt bist? Ron, lieber Jens. Ich glaube fest an dich. Wir können das gerne gleich mal nachchecken, was ich heute an Kilometern schon gefahren bin. Ich fahre tatsächlich sehr viel Fahrrad, weil das ist ja nichts Schlechtes, ne? Also fürs Corona, Herz sehr gut. Ja. In der Corona-Zeit sind bei mir so 10, 12, böse Zungen behaupten, 15 Kilo hängen geblieben, die ich jetzt raufgeht immer schneller. Ja, die ich jetzt halt versuche runterzufahren im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber es ist halt nicht so einfach und ich mache tatsächlich ganz, ganz viele Wege nicht mehr mit dem Auto. Ich fahre solche Wege wie hier nach Hanau, es ist ein E-Bike, ja. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher, okay, aber gut. Das kann man ja auch zu und abschalten, aber gut, es ist ein E-Bike, aber ich fahre ganz viele Kilometer einfach durch den Wald, weil ich ein sehr naturbezogener Mensch bin, ich liebe Wald, das ist so das die Entspannungsphase, wenn man viel mit Menschen arbeitet, braucht man auch einfach mal Ruhe. Ich habe einen Hund, mit dem ich mich sehr viel in der Natur bewege und nach Frankfurt beispielsweise fahre ich nicht mehr mit dem Auto, weil es mich nervt. Ich habe keine Lust auf die anderen Autofahrer. In der heutigen Zeit habe ich den Eindruck, jetzt die letzten 2-3 Jahre, dass vieles auch aggressiver läuft im Miteinander. Der Respekt so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Parkplatzsuche in Frankfurt, da könnte ich Bücher drüber schreiben, ich glaube jeder von uns. Und dann setze ich mich lieber in Nidderau, wo ich herkomme, in die Bahn und bin eine halbe Stunde später am Hauptbahnhof und das kann man auch nutzen. Ja. Und wenn man dann das Fahrrad mitnimmt in dem Fall, ja, aber ganz viele Sachen mache ich mit dem Rad, ist einfach so. Vorbildlich, sehr schön, ja, auch hier der Aufruf an alle. Fahrradfahren ist gesund, und natürlich auch sehr, sehr gut für die Umwelt und teilweise natürlich auch wesentlich schneller als mit dem Auto. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, ich mache mit dir noch eine Schlagwortrunde. Oh Gott. Mhm. Sei gespannt. 3 Begriffe und du suchst dir einfach einen aus, was dir am besten gefällt. Mhm. Bist du bereit? Nein. Okay, dann müssen wir noch einen Moment warten. Nein, völlig egal, es geht los. Direkt los, keine Wahl. Hessen, Hamburg oder lieber doch Bayern? Hamburg. Tee, Kaffee oder Kakao? Kaffee. Das haben wir vorhin ja schon mal gehört. Museum, Theater oder der Kinobesuch? Gerne Kino, aber in meinem Fall Theater. Jetzt vielleicht 3 Begriffe für dich. 9-to-5-Job, die Selbstständigkeit oder der Lottogewinn? Die Selbstständigkeit. Lasagne, Sushi oder die Currywurst mit Pommes? Currywurst. Mhm. Ist auch keine schlechte Wahl. Ja, finde ich gut. Ja, aber die muss gut sein. Also dieses labberige Zeug, was man so teilweise hingestellt wird, nein. Also Berlin, definitiv, wenn ich jetzt in Berlin bin, definitiv gibt es einmal richtig gute Karte. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Essen muss immer gut sein.
Definitiv. Genau. Aber auch Sushi ist lecker, ja. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, dann wäre es die Currywurst. Es muss gut sein. Definitiv. Ja. So. Ja. Also. Aber wir können auch mal festhalten, der Ron ist schon ein Genießer. Ja. Ja, ich meine, ja, bin ich. Ja. Sieht man ja auch. Das habe ich jetzt nicht gehört, ja. Die Zuhörer und Zuhörer, das könnte ich ja nicht sehen. Von ich daher. Habe ja auch ein klassisches Radiogesicht, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Okay. Perfekt. Ja, lieber Ron, vielen Dank, dass du da warst bei uns auf Matte 1. Für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. War schmerzfreier, als ich dachte. Ja, wir haben uns zurückgehalten. Danke. Ja. Wir sind ja lieb zu unseren Gästen, meistens jedenfalls. Ja, aber auch ein interessantes Gespräch, wie immer. Hat wie immer Spaß gemacht. Sehr Danke schön. Für den Einblick und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächsten Samstag. Bis dann. Ciao. Ciao. Dein Sound, deine Stadt.